Das hier ist einfach ein Muss, ein absolutes Muss für jeden Horrorfan. Merkt euch das. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's jeweils gut und herzlich willkommen zu Inunaki Tunnel. Wer diesen bekannten Tunnel aus Japan nicht kennt, der wird heute in diesem Video erfahren, um was es hier geht, weil davon gibt es tatsächlich ein Spiel und das habe ich jetzt erst gefunden. Und ja, wie gesagt, das ist einer der gruseligsten und bekanntesten Horrororte der Welt. Und ihr könnt euch im Internet gerne darüber informieren, aber ihr könnt auch dieses Video schauen, mit mir dieses Game spielen und dabei erzähle ich euch ein bisschen über diesen besagten und echt creepy, verrückten, kranken, gruseligen Ort. Have to do this. It's the only way I'd ever get famous. Oh fuck, das ist creepy. Okay. Er will jetzt einfach da reingehen, nur um berühmt zu werden. Das ist sehr schlau. Ah, so können wir zoomen. Hat ein bisschen was von Slenderman. Aber ich kann euch ja kurz was hierüber erzählen, über diesen Tunnel. Ich muss sogar kurz sagen, dass die Umgebung. Außer, dass hier der Zaun ist, das ist eigentlich nicht so. Aber das sieht hier genauso aus wie in der Realität. Das haben die echt heftig hinbekommen. Also, was ist so krank an diesem Ort? Ich kann es euch sagen. Leute, die diesen Tunnel betreten. What the fuck? Irgendwas stimmt hier nicht. Fängt hier schon gut an. Leute, die diesen Tunnel betreten, wurden danach nie wieder gesehen. Es gibt Leute, die setzen sich hier auf diese Steine drauf, auf diesen oder an dem Tunnel. Und hören Schreie oder Menschen, die sich unterhalten. Aber dort ist keiner. Deswegen wurde dieser Tunnel halt geschlossen. It's too tall for me to climb over. Ja, wie willst du denn sonst reinkommen? Was ist das? The camcorder may activate its face detection on anything with a strong spiritual energy. Alter, das ist sogar ein weiterer Punkt, den habe ich sogar vergessen, der fällt mir jetzt gerade wieder auf. Das passiert tatsächlich. Wenn ihr mit Handys oder so in diese Nähe kommt, die Akkus sind so schnell leer, auch wenn ihr 100%, sage ich jetzt mal, habt, habt ihr dann vielleicht nur noch 14. Und oftmals erkennt die Kamera, wenn ihr mit einer Kamera unterwegs seid, irgendwas hier in der Umgebung, dass sie irgendwie zum Beispiel ein Gesicht erkennen oder keine Ahnung was, obwohl da nichts ist. Das heißt, muss ich gucken, wie wir hier raufkommen. Ja, du schaffst es natürlich nicht. Okay. Wie wollen wir jetzt hier reinkommen? Ah! Was, ein Zufall, dass hier eine Leiter ist. Yes. Okay, wir begeben uns jetzt dort hinein.
wir sind tatsächlich drin. Andere Frage. Wie kommen wir hier wieder raus? Okay. Fuck, ich habe mal nicht aus Versehen ausgemacht. Das ist der Tunnel. Oh Gott. Macht bitte die Lautstärke so laut wie es geht, damit ihr was hört. So gruselig. Das ist das Wasser, was hier. Übrigens hört man in dem Tunnel, auch in der Realität, Schritte hinter sich oder vor sich, die aber nicht von ihm kommen. Wenn man stehen bleibt, hört man diese Schritte. Es ist so ruhig, ne? Vor allem das Spiel entspricht einfach total der Realität. Ich kann irgendwas hören. Was? Genau. Ja, okay. Was ist das da hinten? Ganz kurz zu der Geschichte. Das ist nämlich eine Legende, dass vor 2000 Jahren in China ein schwarzer Drache, ja, oder Japan eher gesagt, Leute angegriffen hat. Und dieser Drache hat sich aber dann in einen Mann verwandelt und Menschen ermordet. Das klingt komisch, ist es auch fast. Okay. Irgendwas. Also ganz ehrlich, Leute. Das hier ist einfach ein Muss. Ein absolutes Muss. Für jeden Horror-Fan. Merkt euch das. Ich fühle mich gerade hier sehr, sehr, sehr beobachtet. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder? Komm ich hier irgendwie wieder raus? Wir kommen hier nicht raus, oder? Schöne Scheiße. Oh, fuck. Ich höre von da ganz weit hinten irgendetwas. Oh, den Gang habe ich gerade gar nicht gesehen und den auch nicht. Okay. Also ganz ehrlich, er möchte damit bekannt werden. Deswegen ist er in diesen Tunnel gegangen. Ich würde lieber mein Leben leben, anstatt mein Leben nur für ein scheiß Video zu opfern. Oh mein Gott, guck mal, wie dunkel das ist. Shit. Das ist sehr, sehr creepy. Vor allem die Atmosphäre ist einfach echt schrecklich gut. Das ist sehr, sehr gruselig.
fühle mich hier sehr, sehr, sehr verfolgt gerade und sehr beobachtet. Obwohl ich nicht mal weiß, ob mich hier überhaupt etwas beobachtet oder mich verfolgt. Ich will lieber da, wo es hell ist. Das war mein Auto. Warum ist hier Licht? Das ist ganz kurz, ich habe mich auch damals. Okay, das waren wir. Ich habe mich damals sehr viel mit diesem Thema oder diesem Ort hier auseinandergesetzt. Und, und, holy fuck, was war das? Ich wiederhole, Leute. Das ist ein richtiges Muss für jeden Horrorfan. Das ist einzigartig. War da gerade jemand? I could use this to clear up the path. I need a. Ach Gott, ein Schlüssel. Super, wo willst du hier einen Schlüssel finden, du Spasti? Toll. Ein Schlüssel. Ah ja. Achso, okay, das wird immer das gleiche angezeigt. Okay, ich verstehe. Ich habe mich sehr viel mit diesem Ort auseinandergesetzt. Weiß daher auch, wie er aussieht von innen und so. Ich war nie selbst dort, aber ich habe es halt von Videos und so gesehen, also von irgendwelchen Aufnahmen. Habt ihr das gehört? Oh, scheiße, ich habe gerade unnormale Gänsehaut. Mein Wunsch war es tatsächlich früher zu diesem Ort zu gehen, aber weiß nicht, warum wir oder warum ich das nicht gemacht habe. Ich hatte tatsächlich die Möglichkeit gehabt, aus irgendeinem unerklärlichen Grund habe ich das nicht gemacht. Okay, ich bin jetzt verwirrt. Das ist ein Haus. Habe ich da jetzt was geöffnet? Ja. Okay, das ist gruselig. Oh fuck.
Okay, mein Kamerad hat wieder irgendwelche Gesichter erkannt. Was war das? Oh, holy fuck. Schlüssel. Ich habe den Schlüssel dafür. Aber seit wann liegt hier... Lag der auch schon gerade da? Okay, egal. Lass einfach gehen. Lass einfach gehen. Ist wirklich eh was passieren. Ist ja klar. Ich weiß nicht, ob es bei diesem Game auch verschiedene Enden gibt. Darüber müsste ich mich auch nochmal informieren. Und von diesen Spieleentwicklern gibt es übrigens auch noch viel mehr. Oh fuck, das war bei mir draußen und ich habe mich einfach unnormal erschrocken, weil das so laut war. Okay. Es ist irgendwie zugegangen. War das Auto gerade auch schon hier? Also ich bin ein bisschen durcheinander gerade, aber egal, vielleicht habe ich auch nicht zu krass drauf geachtet. Also ich finde, dass das sehr, sehr gut gemacht ist. Alter, gut gemacht. Na gut. Dann rein da. Oh. Hier ist es aber wirklich sehr dunkel. Eieiei. Weil wir hatten ja auch die Möglichkeit, noch andere Wege in dem anderen Tunnel zu gehen. Ich weiß nicht, ob man die gehen konnte. Oder ob nicht. Und... Also, weiß nicht. Da muss ich mich nochmal informieren. Weil wenn, dann wäre es cool, wenn das Spiel hier verschiedene Endings hätte. Irgendwas ist an der ganzen Sache hier komisch. Ich fühle mich nicht alleine, definitiv nicht. Oh, ein Auto. Ach du Scheiße! Boah, mein Herz ist einfach, ich glaube, gerade einmal kurz stehen geblieben. Für eine Millisekunde. Puh. Aha, der fährt hier aber bestimmt nicht, oder? Kann man da reingehen? Oh mein Gott, man kann tatsächlich da reingehen. Ja, Zeit zum Lesen. Okay, das ist irgendwo eine bewegende Geschichte über einen Hund und seinem Herrchen. Und das geht hier über diesen Tunnel. Und ich glaube, die Geschichte ist tatsächlich wahr. Weil die kommt mir auch so ein bisschen bekannt vor. Schon wieder Licht, oder? Sieht aus wie Licht. Es ist Licht. Kobayashi
Nakamura. 1966. Oh mein Gott, Shinsuke Nakamura, wer kennt den nicht? Looks like something used to be here. Maybe I can fix it. Ist das hier so eine Art Friedhof? Yamanoto, 1974. Ich weiß nicht, ob das die Leute sind, die hier verstorben sind. Okay. Oh. The first person you drowned by the hour. The last person was burned alive by the minute. Okay, das ist sehr, sehr creepy. Das ist sehr, sehr creepy. Okay. Als man die Steine wegbewegt hat, also ich denke mal, der Eingang ist gemeint, hat der Hund angefangen unerklärlich zu bellen und hat nicht aufgehört. Oh. Hallo? Warum erkennt das die ganze Zeit hier ein Gesicht? Ich verstehe. Also man muss sagen, das Spiel ist so unendlich dunkel, aber irgendwie ist es echt gut gemacht, also das stört mich nicht mal. Okay. Ich denke mal, wir haben das Richtige gemacht. Ich weiß es nicht. Every breath you take. Ein Zaun. Okay, Entschuldigung. Okay. Ich bin jetzt. Sato 1990. Ito 1940. Okay, das Ding ist, ich glaube, wir bekommen das hier nicht auf, irgendwie. Ich weiß es gar nicht, was wir jetzt noch machen müssen. Okay, ich bin noch so ein bisschen doof. Ich denke, um hier weiterzukommen, müssen wir irgendwie eine Stunde einstellen oder so. Ich habe keine Ahnung.
Also, hier steht, ich lese es nochmal vor. The first person here drowned by the hour. The last person was burned alive by the minute. Ich werde so lange dran sitzen. Ach so? Okay, ich hab's geschafft irgendwie, wie auch immer, aber ich hab's geschafft. Was? Das Tor ist auf jeden Fall offen. Was sind das für Geräusche? Ich vertraue dem Ganzen nicht. Aber ich gehe jetzt mal rein. Help me. Ey. Ey. Ich komme hier nicht mehr raus. Mein Gott, irgendwas ist da. Ich sammle hier Licht. Hallo? Fuck, wie kommen wir denn hier raus? Kamera erkennt wieder ein Gesicht. Oh fuck. Oh Gott, okay, einfach. Das Tor ist geschlossen. Es ist so dunkel, dass ich ein bisschen hier auf den Weg gucken muss, um mich zu orientieren. Ich habe gerade so eine krasse Angst. Holla, die Waldfee. Und wir nehmen schon 32 Minuten auf. Das ist echt krass. Auto. There is something in the van. The door is stuck. Was ist denn da? Ich sehe es auch. Aber. Oh mein Gott, es war Wasser. Ich muss mal kurz. Puh, auch immer wir jetzt gerade hinlaufen. Oh, ich habe eine Zange gefunden. Okay, vielleicht ist sie für den Van geeignet. Ich finde die Soundkulisse auch unnormal geil. Ich kann es nicht oft genug sagen. Jeder, der genauso ein krasser Horrorfan ist wie ich, der muss dieses Spiel einfach mal spielen. Was ist das?
Wofür ist das gut? Was habe ich da überhaupt? Ich weiß jetzt nicht, für was das gut ist. Ist das eine Axt oder so? Ich habe keine Ahnung, aber egal, wir werden es schon früher oder später checken, für was das zu gebrauchen ist. Okay. Ah. Ah, okay, ich verstehe. Es war eine Axt. Wir haben Baum gefällt. Und wir haben es so gut gemacht, dass wir da jetzt drüber gehen. Tada. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel echt so lange geht. Das ist der Hund. Das ist der Hund. Fuck, das ist der Hund. Wie kann das... Holy crap. Ah, scheiße. Ja, war ja klar. Ich weiß gar nicht, wo lang jetzt. Also ich, meine Orientierung ist gerade ein bisschen kacke. Ich habe jetzt die Helligkeit mal ein bisschen höher gestellt, damit man auch mehr sieht. Bin ich dumm? Ah ja. Ich muss das mal vielleicht ein bisschen. Ich habe es so hoch eingestellt. Ich glaube, so geht's auch schon klar. Ich habe gar keine Orientierung mehr in diesem Spiel, ne? Ohne Scheiß. Okay, wir sind am Wasser. Da sollten wir nicht hin. Wo bin ich? Von hier kamen wir, genau. Okay, das ist cringe. Also ich denke mal, es ist richtig, dass wir auf jeden Fall da durchgehen. Muss ich jetzt ein bisschen orientieren. Eine Brücke? Oh. 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 Jetzt brauchen wir nur ein Seil dafür, glaube ich, ne?
ist denn hier? Achso, oh. Peinlich, von hier kamen wir ja. Okay, ich denke mal, wir gehen über die Brücke. Scheint mir der richtige Weg zu sein. Ich habe die Brücke schon wieder verloren. Ich könnte kotzen, geradeaus laufen da. Aber es nochmal mitnehmen. Ich bin mir sicher, wenn wir das nochmal mitnehmen, deswegen nehme ich das jetzt nochmal mit. Ich verstehe. Oh. Okay, müssen wir gleich irgendwas anzünden? Oh fuck. Holy shit. Okay, irgendwie sollen wir da nicht lang. Warum auch immer wir da nicht lang sollen? Oh. Hier ist auch ein Gebäude. Dürfen wir denn da rein? Ja. Okay, also. Holy fuck. Hier hinten ist er. Oh mein Gott, da hinten war einfach der Hund. Was? Müssen wir denn da? Eigentlich glaube ich, weiß, was da rein muss, aber. Da müssen wir das auch noch finden. Wir müssen so viele Sachen finden. Okay. Mir fällt gerade auf, wie düster das Spiel eigentlich ist. Das ist unnormal. Okay, dafür brauchen wir dann so ein langes Ding. Müssen wir dann irgendwo finden. Wo geht's denn hier lang? Ah. Perfekt. Jetzt haben wir schon mal ein Seil. Für, den Brunnen. Ist hier noch irgendwas? Ich habe gerade einfach diesen Hund gesehen und seitdem habe ich Angst bekommen. Ja, warte mal, wir hätten nicht über die Brücke. Ach so, okay, alles klar. So, da ist der Brunnen. Yeah. Yeah. Brauchen wir noch was? Wir haben noch hier den Eimer. Das verwirrt mich total. Okay. Okay, vielleicht ist hier noch irgendwas, was wir übersehen haben. Oh fuck, was war das? Egal, wir haben was gefunden. Wofür auch immer. Oh. Okay, eine weitere Aufgabe, das ist super. Wir werden hier gerade von Aufgaben überschüttet. Muss ich da jetzt irgendwas rauskramen? Was mir auffällt, als ich den Brief hier gerade gelesen habe, wir haben den Hund hier gesehen. Der Hund wurde hier getötet.
Das macht das Ganze gerade echt nicht wirklich harmloser. Ich muss öfters mal auf mein Handy gucken. Aus dem Grund, weil ihr wisst ja, Coronavirus, ne? Ich will da nicht weiter drüber reden. Vielleicht mal in einem extra Video, aber ich will die Atmosphäre jetzt nicht zerstören. Ja, und darüber werde ich irgendwann mal informiert. Wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich hier immer noch nicht lang? Oho. 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 Oh mein Gott. Wieso finde ich sowas eigentlich immer nach 8 Jahren? Ist das gut, dass ich das mache? Da ist irgendwas. Was ist das? Ich weiß es nicht, aber ist mir jetzt auch egal. Ist das ein Feuerzeug? Hier habe ich die Schaufel, das darf ich nicht vergessen. Achso, okay. Alles klar, Herr Kommissar. Ich denke mal, das ist aber mehr für den Brunnen. Oder? Gucken, was ich da rausholen kann. Ein Feuerzeug. Warum? Egal. Egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Schaufel mit. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Kommen wir jetzt so lang? Tatsächlich. Okay. Oh mein Gott. Ich merke, das Spiel, das setzt mich wieder zu. Mir wird schlecht. Es ist gerade viel zu ruhig. Und das ist kein gutes Zeichen. Ruhe in einem Horrorgame, meine Lieben, das ist nie ein gutes Zeichen. Tunnel? Schon wieder? Tunnel? Okay. Auf jeden Fall die Schaufel dabei. Ich hoffe, die könnten wir gebrauchen. Oh, Entschuldigung. Scheiße, ich laufe einfach schneller. Aber ich laufe ja nicht mal schnell. Über den Tunnel kann ich euch auch noch eine Sache erzählen. Kann man das irgendwie benutzen? Nee, ne? Es gab mal jemanden, der hier reingegangen ist, natürlich, ne? Hier reingegangen ist. Und er kam halt wieder raus. Er kam wirklich aus diesem Tunnel raus. Aber übrigens ging er halt nicht weit genug hier rein, hinein, deswegen kam er auch raus. Aber er war danach ein anderer Mensch. Also er hat nicht mehr gesprochen. Der ist auch wirklich vor erst ein paar Jahren gestorben. Wie gesagt, er hat dann kein Wort mehr rausgebracht, hat nicht mehr gesprochen, nichts.
Also es finde ich weiß nicht. Call the police. Können wir eh nicht. Dass das Telefon überhaupt funktioniert. The police should come any minute now. Bin ja mal gespannt. Oh. An einer Straße. Wo lang müssen wir denn? Ich denke mal da lang, weil da das Schild hin zeigt. Oh! Was zur Hölle? Ist das Spiel jetzt komplett vorbei oder passiert noch was? Was zur Hölle? Vorbei. Ladies and Gentlemen, wie könnt ihr es nochmal lesen? Tja, Ladies and Gentlemen, das war das. Okay. Covering failed? We talk? Ja, liebe Leute, das war Inunaki Tunnel. Ein mega geiles Game. Also, wie gesagt, es ist einfach ein Muss. Nur für jeden Horrorfreak so. Also, kann ich euch nur empfehlen. Kostet, glaube ich, 2 bis 3 € auf Steam. Mega geil. Und von den Machern, von dem Game, gibt es auch, glaube ich, noch andere Games. Und falls euch das irgendwie aufgefallen ist, dieses Spiel basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Haut rein, macht's raus und ciao.